Hallo liebe Rockfreunde, schönen guten Abend und ganz herzlich willkommen bei Rock. Ich befinde mich hier in der Ludwig-Kramer-Kampfbahn in Lingen-Laxton. Eine Bombenstimmung, etwa 3000 Fans sind hier zusammengekommen, um ihre Idole zu feiern. Aber leider nicht hier, sondern in Köln, denn da heißt es wieder Bühne frei für die Wochenshow. Viel Freude! Die Wochenshow, die witzigsten Nachrichten der Welt. Ingolf Lück, Anke Engelke, Marco Riemer und Bastian Pastewka. Aus dem Kapitol in Köln. Die Wochenshow. Mein Name ist Ingolf Lück und das sind unsere Themen. Nach Godzilla, Roland Emmerich dreht Ben Hur. Tuntig, erster Christopher Street Day im Libanon. Und Pfundig, Mutter Beimer hat zugenommen. Die Themen der Woche. Schon fast traditionell werden große Fußballereignisse von großen Brauereien gesponsert. Der Grund hierfür ist offensichtlich. Die meisten Spiele kann man nur betrunken ertragen. Soeben ging das UEFA-Cup-Spiel Schalke gegen Prag zu Ende. Wir haben uns für Sie zum Thema Fußball einmal auf der Straße umgehört. Entschuldigung, eine Frage. Interessieren Sie sich für Fußball? Ach, das ist ja mal wieder typisch. Das ist ja wieder so ungeheuer typisch. Das ist wahnsinnig typisch. Was denn? Also wovon sprechen Sie jetzt? Keine Ahnung, aber ich finde das ungeheuer typisch. Schweinsteiger. Entschuldigung, eine Frage. Stichwort Fußball. Viele Menschen glauben ja, dass die Tage des UEFA Cups gezählt sind. Was glauben Sie? Was ich glaube? Ich glaube, dass mich meine Frau betrügt. Das glaube ich. Und der Kerl ist ganz in der Nähe. Dass Ihre Frau Sie betrügt? Heißt Ihre Frau Babsi, ist blond, 1,70 groß und hat zwei eindeutige... Ja? Woher du das weißt? Oh, scheiße. Woher du das weißt? Dann sind Sie Yusuf? Ja. Scheiße. Ja? Ich bin nicht tot! Babsi, was machst du denn hier? Ich dachte, du bist noch bei mir zu Hause. Ich bin weggegangen, damit du mich vermisst, damit was? Ihr aufhört, dass ich weg bin. Stichwort UEFA Cup. Was meinen Sie zu den... Oh, scheiße, nicht jetzt noch! Mach deine Titten zu! Wir reden noch! Ich bring dich um! Blitzchen! Entschuldigen Sie, machen Sie sowas wie eine Umfrage hier? Ja, wir machen hier eine Umfrage zum Thema UEFA Cup. Oh, das ist ja nicht so... mit Fußball kenne ich mich nämlich aus. Ach, ich bin Bundesliga-Schiedsrichter. Nein. Ist ja wohl prima, oder? Ich komme hier vorbei, Sie stehen hier, machen eine Umfrage zum Thema Fußball. Ja. Und ich bin hier... So ein Glück hat man ja wohl nicht alle Tage, oder? Ja, ich muss sagen, ich bin auch... Also, viel Spaß noch. Entschuldigung, darf ich Ihnen eine Frage stellen? Ja, natürlich, gerne. Ja, gut. Geht sofort. Moment, bitte. Was ist denn mit dem Kabel? Punkte, Bälle, Wir machen eine Umfrage zum Thema UEFA Cup. Haben Sie dazu was Dröhnen, zu sagen? Dröhnen, Donnern, durch das Dunkel. Zurück zur Wochenshow. Nach seinem Rücktritt ist Ex-Bundestrainer Berti Fuchs nun auf der Suche nach einem neuen Betätigungsfeld. In der engeren Wahl ist bereits eine Anstellung im Werbefernsehen als Bauchwegtrainer. Angebote kommen aber auch von höchst offizieller Stelle. Passt mal auf, Buben. Mein Freund, der Berti, der hat mich hart gefragt, ob er bei uns mitmachen darf. Also, wenn er mich fragt, ich fäng's an. Was soll denn der Mist? Wir haben zwar keinen Platz mehr, aber er könnte ja bei mir auf dem Schoß sitzen. Moment mal, also ein Zwerg reicht doch wohl, oder nicht? Der Berti, der tickt wohl nicht richtig. Dem hau ich jetzt erstmal was in die Fresse. Warte, ich komm mit. Nix, du bleibst hier. Ich bleib hier. Denn wenn ich in 2 Jahren in Rente gehe, dann macht einfach der Berti für mich weiter. Ganz einfach.
Na, da wird sich der Schäuble aber freuen. Fußballidol Uwe Seeler macht in dieser Woche durch einen Besuch auf der Reeperbahn Schlagzeilen. Uns Uwe soll es mit seinem kleinen Freund etwas zu weit getrieben haben. Er ist uns jetzt live zugeschaltet. Guten Abend, Uwe Seeler. Uwe Seeler, die komplette Herbertstraße in Hamburg hat Ihnen Hausverbot erteilt. Eine der Damen will Sie sogar wegen groben Unfuges verklagen. Sind Sie hier ganz schön zur Sache gegangen, oder? Also das möchte ich mal ablehnen, ich glaube nicht. Sie hat sicherlich das eine oder andere mitgekriegt, aber sie hat auch Zeit gehabt, sich dadurch in Ruhe vorzubereiten. Ja, natürlich. Die Dame soll ja gesagt haben, ich zitiere, hören Sie doch auf, ich kann nicht mehr, bitte, bitte, hören Sie auf. Hatten Sie denn überhaupt kein Einsehen? Uwe Seeler bestimmt selbst, wann er Schluss macht und wann nicht. Na gut, okay, machen wir die Hand aufs Herz, uns Uwe, ja. Haben Sie denn nicht doch vielleicht einen über den Durst getrunken? Also ich glaube nicht und diese Ausrede sollte man auch nicht gelten lassen. Gut, ich meine, das war vielleicht doch eine Ausrede und diese peinliche Geschichte hat denn doch auch Ihrem Image geschadet, wie ich denke. Wollen Sie sowas nochmal machen? Ich würde sagen, ja. Okay, ja gut. Sie müssen wissen, dann vielen Dank, Uwe, der Hengst Seeler. Meine Damen und Herren, die einen glauben dran, die anderen nicht. Dabei ist es doch eine Tatsache. Unter Hypnose können Menschen Dinge vollbringen, die weit über die Grenzen ihrer normalen Leistungsfähigkeit herausgehen. Zum Beispiel das RTL-Nachtjournal moderieren. Voraussetzung für den Erfolg ist allerdings ein professioneller Hypnotiseur. So, entspannen Sie sich, Herr Fricke. Ich zähle jetzt bis drei und dann werden Sie in eine tiefe Trance fallen. Ja? Deine Augen werden schwer. Du wirst müde. Eins, zwei, drei. So, und nun hebe langsam deinen rechten Arm. Ja? Ah, hallo, du bist es. Na, wie war dein Urlaub? Was? Magenverstimmung? Dir ist schwindelig. Mein Gott. Du musst was essen. Bergsteigen? Ich meine, du warst doch gerade erst. Na, ich sehe dich schon abstürzen. Ja, so kenne ich dich. Immer mit dem Kopf durch die Wand. Ja, du, ich muss mal nach meinem Patienten schauen. Sehen wir uns? Ach, du fliegst schon wieder. Okay, dann wünsche ich dir einen guten Flug, ja? Ich befinde mich hier im Wohnzimmer von Herrn Herbert Görges. Oh, hallo Taro! Ganz... Von mir aus hier, an die Geräte zu Hause. Und an den Männer gesagt, es war ein schnapsige Drossel. An ja. Ilse von Sparmakur. Und die Kustelrater Spatzen. Ja, Herr Gansler, doch jetzt in und die dicke los? Alte Dame, die immer singt, bevor die Oper vorbei ist. Also, Sie meinen Prima Donna? Donna? Hab ich nicht gehört, aber da haben Sie angesagt. Nein, ich hab... Herr Görges ist auf jeden Fall ein großer Musikliebhaber. Jo, dann bin ich wohl. Auf Klassik, Schlager, Pop und Jazz, der Herbert hat für alle was. Ja, ja gut, aber Ihre besondere Liebe gilt ja der Instrumentalmusik, nicht wahr, Herr Görges? Herr Görges, Sie können 5 verschiedene Musikinstrumente nachmachen, stimmt das? Jo, das kann ich wohl. Muss ich zeigen, soll ich? Ja nun, bitte. Muss ich aufstehen? Ja, also, los geht's. Gut. Und, geht's los? Ja, dann fahre doch schon! Hast du nicht gesehen, aber da war ein Kontrabass! Moment, aber ich habe überhaupt nichts gehört. Ja, ich habe ja auch gar nichts gesagt! Herr Görges, ich habe gedacht, wir hören natürlich ein Lied, wenn Sie Musikinstrumente imitieren. Ach so! Das wäre aber schön, ne? Das wäre schön gewesen. Könnte ich aber machen, wenn ich darf, soll ich? Ja, bitte, gut, also... Gut! Mein Hut, der hat Dreiecken. Dreiecken hat mein Hut. Nein, Sie sollen kein Lied singen, Sie sollen Musikinstrumente imitieren. Ding, 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 ding. Was soll das denn jetzt sein? Der Triangel. Der Triangel ist kein Musikinstrument. Ich kann aber auch ein Echo nachmachen. Soll ich? Ich. Komm, ich geh im Fernsehen. Nein. Was wollen Sie mir da eigentlich noch erzählen?
gleich noch in der Wochenshow. Rum unsere Sportabteilung mit Werner Lüthen und Sex TV mit Risco Schneider. Also bleiben Sie dran. Und das sind die weiteren Themen. Aufgepasst, Holland fährt in die Herbstferien. Verstärkung, Dynamo Chemnitz verpflichtet neuen Stürmer. Und Modern Talking auf Tournee, Fans haben Albträume. Ja, das ist was. Die Beliebtheit des katholischen Kirchenoberhauptes ist weltweit ungebrochen. Jetzt wurde sogar eine Frucht nach Johannes Paul benannt, Johannisbeere. Was der sympathische Pol in der letzten Woche noch erlebt hat, das hat er in seinem Tagebuch notiert. Hallo, liebes Tagebuch. Diese Woche war wieder viel los. Montag war ich in Berlin. Da war tolle Stimmung bei meinen Fans. Dienstag habe ich gearbeitet bei Pizza Express. Es gab lecker Pizza Oblade mit extra Oblade. Dann habe ich verteilt Geschenke an meine Fans. Am Mittwoch habe ich dumme Fußballer erklärt, dass man Buntes immer getrennt waschen muss. Donnerstag, heute war der Weihnachtsmann zu Besuch. Ich hoffe, komisch, immer wenn er kommt, gibt es Gewitter. Freitag habe ich mich den ganzen Tag rasiert. Danach hatte ich Haut wie Bich. Samstag, endlich Wochenende, habe ich mir heimlich Cannabis in Schwenker getan. Das war schön. Danach habe ich versucht, ein Kölsch zu trinken. Das war dann gar nicht mehr so leicht. Am Nachmittag bin ich mit Schumis Papamobil aufs Land gefahren. Und am Abend bin ich dann endlich mit Lift in meine Wohnung. Ja, Tagebuch, das war's. Bis bald. Eine Untersuchung, meine Damen und Herren, euren Datumsbeweis. Immer mehr Menschen ernähren sich komplett vegetarisch und essen lediglich Fruchtfleisch. Beliebt sind bei den Beilagenessern vor allem Sojaprodukte. Mein Kollege Horst Lemminger spricht nun mit einem Sojaspezialisten. Zum Thema Sojabohnen habe ich einen Experten an meiner Seite, Herrn Rüdiger Springmaus. Herr Springmaus ist Chinese und unserer Sprache nicht mächtig. Moment, ich bin kein Chinese. Nicht? Nein. Ja, nun denn. Herr Springmaus ist kein Chinese und unserer Sprache nicht mächtig. Langsam, langsam, hören Sie mir doch einfach mal zu. Natürlich bin ich unserer Sprache mächtig, das hört man doch, oder? Aber Experte für Sojabohnen sind Sie schon. Natürlich bin ich Experte für Sojabohnen. Deswegen stehe ich auch hier. Ja, schön. Wissen Sie, irgendwie habe ich mit einem Chinesen gerechnet, der unsere Sprache nicht mächtig ist. Und Sie sind sich auch ganz sicher, dass Sie kein Chinese sind? Ja, Gott, nochmal, ja, ich bin kein Chinese. Nicht, dass Sie am Ende des Gesprächs dann glauben, dass Sie doch Chinese sind. Nein. Gut, Stichwort Grünkernkeimlinge. Grünkernkeimlinge? Wir haben doch gerade zusammen geklärt, dass ich ein Experte für Sojabohnen bin, oder? Wissen Sie, ich habe gedacht, wo Sie mal nicht aussehen wie ein Chinese, hätten Sie vielleicht mehr Ahnung von Grünkern. Naja, dann eben Sojabohnen. Sojabohnen. Sie haben mich doch verstanden, was ich eben gesagt habe. Herr Gott nochmal, ja, ich habe Sie verstanden, weil ich jede verdammte Silbe, jeden verdammten Wortes verstanden habe. Und das kann unter Umständen daran liegen, dass ich kein verdammter Chinese bin. So nicht, Herr Springmaus, so nicht. So können Sie mit mir nicht sprechen. Dieses Interview ist für mich gestorben. Also gut, es tut mir leid, was ich eben gesagt habe. Ja, schön, ich will mal auch nicht so sein. Mhm, gut. Herr Springmaus. Mhm. Thema Sojabohnen. Mhm. Glauben Sie an die Zukunft der Sojabohnen? Absolut. Danke für dieses Gespräch. Zurück zu Luft. Und Sie sind wirklich auch sicher, dass ich ein Chinese und kein Chinese. Immer mehr Mieter im Osten, meine Damen und Herren, beklagen sie über den Zustand ihrer Mietwohnungen. So forderte vor kurzem ein 19-jähriger Chemnitzer Karosseriebauer Mietminderung, weil ihm seine 7-Zimmer-Wohnung mit Dachterrasse einfach zu groß war. Es gibt aber nicht nur gute Häuser. Es gibt Backstein und Lehm. Es gibt gute Häuser, schlechte Häuser.
du, Frank. Ja, Gerd. Weißt du schon das mit Daphne? Nein, was ist denn mit Daphne? Daphne hat sich ihren Balkon vergrößern lassen. Das ist vielleicht eine Sau. Wieso denn? Sieht doch geil aus. Und nun der Nachrichtenüberblick mit der Wurzelformten Anke Engelke. Bundeskanzler Helmut Kohl empfing am Wochenende den russischen Staatschef Boris Jelzin. Die Unterredungen nahmen weniger Zeit in Anspruch als geplant. Was ist los? Bin ich noch im Amt? Schon ab 12. Also ich glaube du nicht mehr, aber ich so. Washington. US-Präsident Bill Clinton gerät aufgrund seiner Affären immer mehr unter Druck. Zur Ablenkung traf er sich gestern mit dem kanadischen Staatschef, um über Eishockey zu diskutieren. Hey, tolles Trikot, Bill. Sind da vielleicht noch irgendwo irgendwelche, naja, Flecken drauf? Ist das ja clean? Kann ich mal. Thank you. Ich zieh dir gleich einen über, du blöder Sack. London. Wissenschaftler haben ein neues Mittel zur Behandlung der Alzheimer-Krankheit gefunden. Es handelt sich um ein Nasenspray und wirkt zu 100%. Man darf nur nicht vergessen, es zu nehmen. Leverkusen. Um die Spieler des Fußball-Bundesliga-Vereins Bayer Leverkusen noch mehr zu motivieren, will der Vorstand nach einem Sieg Wodka und Gin an die Mannschaft verteilen. Trainer Christoph Daum dazu. Mit diesen Gedanken will ich mich einfach nicht auseinandersetzen und ich bin schon voll. Ja. Außenminister Klaus Kinkel besuchte am Sonntag eine Tagung der Arbeiterwohlfahrt. Dort traf er überraschend auch Freunde und Verwandte. Ist ja gut, Papa. Ich komme doch sofort zurück. Ich gehe nur eben Zigaretten holen. Komm her, Junge. Flensburg. Der Erotikartikelversand Beate Use plant noch in diesem Jahr an die Börse zu gehen. Wirtschaftsexperten erwarten von der Einführung der USA-Aktie ein kräftiges Börsenhoch. Das war der Nachrichtenüberblick. Zurück zu Luft. Danke, Anke. Hey! Zu einer neuen Ausgabe von Trend in Prozent, dem Meinungsmagazin der Wochenshow. Vor knapp einer Stunde endete die UEFA Cup-Partie SK Slavia Prag gegen Schalke 04. Wir fragten heiß 1000 Zuschauer, was heißt eigentlich UEFA? Darauf antworten 28% UEFA, wart ihr nicht mit diesem Adam zusammen? 22% grölten ole, 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 ole. Und 50% machten die Welle und warfen mit den Fragebögen. Da uns natürlich ein großer Teil der Fragebögen abhanden gekommen war, fragten wir die anwesenden Frauen, was wollt ihr trinken? Darauf antworteten 40% irgendwas 40%iges, 60% antworteten ein Klausthaler und ein Korn. Wir haben bestellt, tranken, hacken nach und fragten die attraktivsten Frauen, gehen wir zu mir oder zu dir? 25% sagten zu dir, 50% antworteten zu mir und die restlichen 25% sagten gleich hier. Ich habe mich für die letzte Antwort entschieden, was mich zu sportlichen Höchstleistungen ansporte. Trotzdem habe ich immer nicht versagt, was mich auf die Frage der Woche brachte. Wir wollten wissen, was sind die 10 eindeutigsten Anzeichen, an denen man einen schlechten Sportler erkennt? Auf Platz 10 für den Ringkampf griechisch-römisch bringt er einen Übersetzer mit. Die 9 zum Anstoß benutzt er ein volles Bierglas. Auf der 8 er guckt auf den Fahrplan, wann der nächste Klimmzug kommt. Die 7 er besteht drauf, beim Zweierbob in der Mitte zu sitzen. Die 6 er ist Torschützenkönig mit 28 Eigentoren. Auf Platz 5 Trikottausch macht er nur gegen Vorlage des Kassenbons. Auf der 4, beim Marathonlauf in Venedig ist er fast ertrunken. Auf der 3, beim 100-Meter-Finale steht er nicht im Startblock, sondern Block C, Reihe 6. Die 2, beim Boxenstopp steigt er aus, um zu bezahlen. Und Platz 1, und das eindeutigste Zeichen für einen schlechten Sportler ist, auf Platz 1,
Er spielt in der deutschen Fußballnationalmannschaft. Yay! Yeah. Das war Trendeprozent für diese Woche. Herr Berti, Herr Bundesexterrier, Herr Exterrier Vogt. Mir ist zu Ohren gekommen, dass Sie nach Ihrem Rücktritt nun auch Probleme in Ihrer Ehe haben. Genau genommen, Ihre Frau ist Ihnen abgehauen. Wann haben Sie denn davon gehört? Ich bin nachts gegen 1:30, 2 Uhr informiert worden über gewisse Gedankengänge und... Was? Um 2 Uhr nachts? So spät? Deshalb war ich auch so verärgert. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Wo ist Ihre Frau denn jetzt? Die ist in Belgien und Holland. Auch dort ist ja schon etwas mal passiert. Ach, interessant. Da habe ich auch schon mal so einen... sagen Sie mal, haben Sie vielleicht einen Verdacht, mit wem Ihre Frau vielleicht einer aus der Nationalmannschaft? Ich weise ja klar zurück, jetzt den einen oder anderen hier namentlich zu nennen. Das kann ich nicht, das weiß ich nicht. Aber Herr Hans-Hubert, ich muss doch das eine jetzt mal ansprechen. Ihre Frau hat Sie ja mehrmals öffentlich kritisiert. Ich meine, was Ihre Leistung im Bett anbelangt. Klar, die Kritik ist ja auch berechtigt. Können Sie sich denn überhaupt noch an das letzte Mal mit Ihrer Frau erinnern? War es schön? Das war vielleicht die schlechtesten 65 Minuten in den letzten 2-3 Jahren. Och, bei mir war es gerade 15 Minuten. Gut, dann will ich Sie auch nicht mehr belästigen und hoffe, dass Sie Ihre Beziehung wieder in den Griff bekommen. Und ich kann da nur sagen, Ball flach halten. Vielen Dank, Hans, im Glück, Berginterrier Vogt. Immer mehr Fernsehsender drängen auf den Markt. Die meisten von ihnen können ausschließlich über Satellit empfangen werden. Um die flächendeckende Verbreitung zu gewährleisten, will man nun wieder verstärkt Satellitenstädte bauen. Mehr zum Thema Satelliten weiß natürlich Deutschlands Traumpaar Nummer 1. Jürgen und Dolly und Jürgen mit Jürgen und Dolly und Jürgen. Du, Dolly. Ja, Jürgen. Ein geostationärer Satellit, also zum Beispiel ein Nachrichtensatellit, umläuft die Erde auf einer Kreisbahn über dem Äquator. Satellit? Ja, und dabei folgt er stets der Erddrehung, sodass er immer genau über demselben Punkt der Erdoberfläche steht. Steht immer? Über demselben Punkt. Derselbe Punkt? Ich glaub wohl. Ach so. Mein Gott, bist du bescheuert. Die spannende Situation auf dem Arbeitsmarkt zwingt viele Menschen dazu, sich beruflich umzuorientieren. In ihrer Verzweiflung nehmen manche dann höchst ungewöhnliche Arbeitsplätze an, wie zum Beispiel Bundestrainer. Hören Sie dazu einen Kommentar von unserem unnachahmlichen Heinz Strunk vom offenen Kanal Hamburg-Harburg. Ja, also wie gesagt, mein Thema heute Abend sind außergewöhnliche Arbeitsplätze. Und zwar folgendes. Vor einiger Zeit ist ein Kollege von mir, Herr Schran, arbeitslos geworden. Er fand jedoch nichts Neues und so bewarb er sich schließlich auf diese geheimnisvolle Chiffreanzeige. Es ging darum, eine leichte Tätigkeit im Ausland. Schon wenige Tage später bekam er Antwort. Der Absender war Brunei, der unermesslich reiche, winzige Ölstaat. Als er dann jedoch las, um was es gehen sollte, traf ihn der Schlag. Also, es ist so, dass die Brunesen für ihr Leben gern draußen in geselliger Runde Straßenschach spielen. Den ganzen Tag schieben sie die mannsgroßen Figuren hin und her, als wäre das der Sinn des Lebens. Und jetzt kommt's. Herr Schran, nebst Familie, sollten für $10.000 im Monat als lebende Schachfiguren angeheuert werden. Dafür mussten sich den ganzen lieben langen Tag von den, als Schachfiguren von den Brunesen übers Brett jagen lassen. Schrecklich. Als ihm jedoch dann wieder ein sicher geglaubter Arbeitsplatz vor der Nase weggeschnappt wurde, war er endgültig weich gekocht. Sie zogen mit Sack und Pack nach Brunei. Seine Frau wurde Läufer und er Turm.
Sie hatten sehr anstrengende Positionen und wurden andauernd bewegt. Ihm selbst machte die Roshan, am meisten Spaß. Obwohl er sich dabei anfangs etwas ungeschickt angestellt hat. Die beiden Söhne wurden Bauern und freuten sich, dass sie nicht in die Schule müssen. Ihr Arbeitstag begann gegen 10 Uhr und endete gegen 19 Uhr. Alle zwei Stunden hatten sie 15 Minuten Pause. Auf ihrem Brett waren Menschen aus aller Herren Länder. Sie kamen sich vor wie in der Fremdenlegion. Eines Tages haben sie sogar den Sultan, den reichsten Mann der Welt, selbst gesehen. Er hatte sich eine fahrbare, ungefähr 150 Meter lange Schneepiste bauen lassen, auf der er mit seinen Gespielinnen rodelte. Und das bei 60 Grad im Schatten. Pervers. Nach Ablauf des Vertrages, nach 2 Jahren, sind sie dann sofort nach Hause zurückgekehrt. In jeder Arbeitspause muss uns Herr Schran von seinen Erlebnissen erzählen. Und jedes Mal überfällt uns von Neuem ein wohliger Schauer. Dankeschön. Gastkommentar Heinz Strunk vom Offenkanal Hamburg-Harburg. Über die Qualität von Fast Food ist schon viel diskutiert worden, meine Damen und Herren. Um den täglichen Vitaminbedarf zu decken, hat die Deutsche Gesellschaft für Ernährung nun vorgeschlagen, bei Hamburgern die Verpackung stets mitzuessen. Doch die großen Schnellfutterketten lassen sich immer wieder neue Sachen einfallen, um Kunden zu locken. Kuba-Wochen bei McDaniels. Holen Sie sich den fiesen Fidel Mac Castro mit grüner Soße. Mit dem können Sie prima Ihr Volk unterdrücken. Oder den leckeren Mac Havanna für nur ein wenig Schmiergeld mit leckerer Putschsoße. Für unsere kleinen Kubaner gibt's das Junior Floß. Inklusive Cuba Libre, Rasierklinge, Spiegel und weißes Zeug zum Kleinhacken und Sammeln. Kuba-Wochen bei McDaniels. Bei einem Verzehr von mindestens 50 Mark waschen wir Ihr Geld. Ab morgen, also Mittwoch in allen Filialen. Wenn man älter wird, meine Damen und Herren, dann sieht man einige Dinge etwas anders als früher. Manche Dinge sieht man natürlich überhaupt nicht mehr. Darüber erfahren Sie jetzt mehr von unseren Spezialisten in Sachen Altersweisheiten. Unserem Wochenshow-Opa Adolf Frei. Was der Großvater noch wusste. Ja! Früher, als wir noch jung waren, hatten wir kein Auto. Wir mussten von der Kneipe immer zu Fuß nach Hause gehen. 20 Kilometer. Geld für den Bus hatten wir nie. Ich hab's immer versoffen. Schwester! Schwester! Rumpfreunde, schönen guten Abend und ganz herzlich willkommen zu Rum Extra, liebe Rumpfreunde. Ich habe gestern im Kino Götz G. Orge gesehen, da bin ich gleich hingegangen und wollte mir ein Autogramm holen. Aber war er nicht. Schimanski nichts machen. Wenigstens habe ich auf dem Heimweg einen Beutel Hagebuttentee gefunden. Man weiß ja nie, wozu das gut ist. Naja, so, naja. Jetzt habe ich den Faden verloren. Aber naja, ein guter Sportreporter hat ja immer einen Extrafaden in der Tasche. Da ist er. Ja, unser heutiges Thema ist Football. Und dazu gibt es auch Gäste. Begrüßen wir den Football-Profi Uje Zimmermann. Guten Abend. Potzblitz. Da haben Sie wohl Spaß, Mann im bunten Sakko anzubumsen, wie? Schwuchtel. Und was ein echter Footballer wäre, der hat natürlich auch seinen eigenen Cheerleader. Guten Abend, Birgit Viereck. Gib mir ein H, gib mir ein E, gib mir noch eins, gib mir ein O. Ein
O, hab ich leider nicht. Kein O? Oh je. Was ich? Wer Sie? Wie wer? Ich nicht? Hä? Ich glaube, liebe Jungfreunde, ich setz mich einfach mal hin. Und alle machen mit. Okay. Wie kommt so ein stattlicher Recke eigentlich zum Football? Ey, ey, ganz vorsichtig, ja? Also ich kann, wenn ich auf den Platz renne, kann ich mit dem Ei, ja? Kann ich zum Beispiel alles umhauen. Ich bin Footballer, hey. Ich bin Footballer. Ha, vor 1000 und ich dachte, Sie wären Ritter. Ritter? Gib mir ein R. Gib mir ein I. Gib mir ein T. Stopp, Birgit. Das habe ich für Sie. Ein Beutel Hagebuttentee. Hätte nie gedacht, dass ich so schnell los werde. Viel schön damit. Ey, 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 ey. Wir waren deutscher Vizemeister, verstehst du, im Football? Habt ihr alle platt gemacht, habt alle rumgehauen, jo. Ganz schön clever, oh, oh je. Wenn man Sie so anschaut, dann muss man doch ganz schön intelligent sein, um Footballer zu werden, oder? Birgit? Hä? Na, lass mal, ich rufe später nochmal an. Also, oh je, nochmal zurück zum Thema. Da frage ich doch einfach mal ganz schwul. Als Footballer wird man ja nicht geboren, oder? Ey, Vorsicht, ey, ja. Sachte, Meister, sachte, sachte. Bleibt mal ganz anders. Saugt man das Football dann eigentlich mit der Muttermilch ein? Hey, Vorsicht, keine Ahnung. Ich bin V-Weise. Na dann husch, husch ins Morgenland zu den anderen Weisen, wie? Kleiner Witz, wurde ich bibelfest, was? Oh je, Football, das ist ja für uns ein Boot mit 7 Segeln. Mal was zur Regel. Ja, ja, also ich war 2 Wochen hinterher und da habe ich, das war total scheiße, aber dann war alles wieder okay. Ich habe voll Panik, dass ich die Pille nicht vertrage. Ja, wenn du als erstes umhauen musst, ey, das ist der Quarterback. Go, go, Quarterback, Quarterback, go, 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 Quarterback, go! Meine Fresse, wir gehen wunderbar mit Carraro aufs Stichwort. Ganz schön einfach gestrickt. Nee, nee, das ist alles aufgenäht. Ach so. Und wenn du das Ei reinhaust, dann gibt's einen Touchdown. Touchdown, Touchdown, wir haben einen Touchdown. Touchdown, 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 yeah! War aber nicht drin. Kein Punkt. War abseits, Birgit. Na ja, komm hoch, Birgit. Ah, das klappt ja doll. Fast so wie mach Männchen. Hol's Stöckchen. Nee, 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 Birgit, lass mal, lass mal, lass mal. Schon gut. Kann ich mal zeigen, wie ich wen umhaue? Nee, lass mal. Ey, ich kann mich auch bücken, dann kannst du meinen Snap sehen. Nee, lass mal lieber die sich bücken, dann kann ich einen Slip sehen. Aber nee, mal im Ernst, zeig mal ruhig deinen Snap, Mann. Okay, Ausgangsposition. Ey, so musst du stehen, ja? Hülsenfrüchte kann man da aber nicht essen vorher, oder? Jetzt okay. Mach ich auf ein Zeichen, Quarterback. Go, Quarterback, go, go, Quarterback, go, go, Quarterback. Dann schmeißt es den Ball durch die Beine und rennt los wie ein Blöder. Das dürfte Ihnen ja nicht schwerfallen, mein Lieber. Dann mal hurtig losgezockelt. Ach so, das Zeichen. Was sagt denn der Quarterback, Birgit? Mach die Beine breit, du Schlampe. Zack, zack. Zack, zack. Zack, zack, ja, hey. Ja. Mann, 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 wo will der denn hin? Na, nach Hause? Nach Hause, nach Hause. Birgit geht nach Hause. Tja, liebe Rumfreunde, da hätten wir auch eher drauf kommen können. Denn dann könnte ich schon längst in der Badewanne liegen. Sei es drum, das war doch extra. Und nicht vergessen, immer schön rumschauen. Sehen Sie gleich noch in der Wochenshow eine neue Ausgabe von Sex-TV mit dem einzigartigen Brisco Schneider. Also bleiben Sie dran! Willkommen zurück zur Wochenshow! Der Dachverband deutscher Kinobetreiber beklagt einen sprunghaften Rückgang der Besucherzahlen. Ganz besonders dramatisch sinkt die Zahl unmittelbar nach Ende der Filme. Für alle meine Damen und Herren, die diesen langen Weg ins Kino scheuen, präsentiert Sat.1 schon bald ganz besondere Kino-Highlights. Sat.1 präsentiert Thrilling Classics, Neuverfilmungen berühmter Hitchcock-Klassiker. George, den ganzen Tag lang starrst du nur aus dem Fenster. Lass mich! Da! Da ist er wieder! Hitchcock Goes Baywatch. Verpassen Sie auf keinen Fall das Fenster zum Hasselhoff.
sehen Sie das eindrucksvolle Remake. Bitteschön, Ihr Cocktail. Cocktail für eine Eiche. Und natürlich unvergessen, die Vögeln. Hitchcock wäre begeistert. Thrilling Classics. Neuverfilmungen berühmter Hitchcock-Filme. Und nun zu einer neuen Ausgabe von SexTV. Hier mit dem Mann, der Sie alle liebt. Risco Schneider. Hallo, liebe Liebende. Mein Name ist Brisco Schneider. Ich freue mich wahnsinnig, dass ihr eingeschaltet habt zu SexTV. Ich bin so müde. Ja, die ganze Nacht habe ich mich herumgewälzt. Ich habe mich zuerst nach links gewälzt. Nichts. Ich habe mich dann nach rechts gewälzt. Auch nichts. Naja, schließlich bin ich dann ins Bett gegangen. Das hat aber auch nicht geholfen. Hä? Dann habe ich versucht, Schäfchen zu zählen. Die sahen alle gleich aus. Da habe ich mich dann unglaublich verzählt. Dann habe ich die Augen zugemacht. Das hat auch überhaupt nicht geholfen. Naja, und schließlich habe ich dann versucht, ein Glas Milch zu trinken, habe ich festgestellt, dass alle Schäfchen mir die Milch weggetrunken haben. Also ich weiß überhaupt nicht, was ich noch machen sollte. Risco ist reich. Ja, Gott nochmal, ich bin müde, lass mich. Es muss wirklich nicht immer sein. Tja, liebe Liebenden, aber nun zu meinem heutigen Gast. Sie hat ein Buch geschrieben, bei dem die Frau mehr Spaß hat als die Männer. Begrüßt mit mir, liebe Liebenden, Erika von Schaumburg-Nippel. Hey! Hallo! Guten Abend, Herr Schneider! Ja, setzen Sie sich doch bitte. Frau Dr. Erika von Schaumberg-Nippel. Ich darf doch Erika sagen, oder? Nein, das ist frauenfeindlich. Natürlich, natürlich. Und Sie haben ein Buch geschrieben. Worum geht es darin? Es geht da um einen höheren Lustgewinn für die Frau beim Sex. Ach so. Ja, dann stellen Sie Ihr Buch doch mal vor. Brisco Buch, Buch Brisco. Angenehm. Ja, Herr Schneider, jetzt habe ich einen kleinen Witz gemacht. Ach ja. Frauen können auch sehr lustig sein. Na gut, dann erzählen Sie doch mal, erklären Sie doch mal, worum es geht. Es ist ja so, bei den meisten Sexualstellungen, da hat der Mann mehr Spaß als ich, ja. Also als die Frau. Jetzt habe ich einen kleinen Witz gemacht. Ja, und bei all diesen Stellungen, da kommt mein Buch ins Spiel. Ja. Legt man sich das dann unter oder wie darf ich das? Nein, man liest es. Ach, man liest es. Richtig. Was liest man denn da so für Stellungen? Naja, also... ich meine, Sie kennen die klassischen Sexualstellungen, ja, nicht wahr? Es ja, gibt da ja. Die Missionarsstellung, ja. Die Reiterstellung, ja, die Hundestellung, ja. Die Löffelchenstellung. Löffelchenstellung. Und bei mir im Buch, ach, wissen Sie, am besten, wir zwei demonstrieren das. Stellen Sie sich doch einfach mal hin. Was jetzt hier so vor den Leuten hinstellen? Naja, sind Sie ein Mann oder eine Maus? Nein, eigentlich mehr Maus. Und stellen Sie sich bitte mal hin, Herr Schneider. So, jetzt stellen Sie sich bitte mal extrem locker hin.
noch lockerer? Ja, es geht noch lockerer. Ja. Die Schultern nach unten, die Hände auf die Schultern. Ja. Den Kopf machen Sie nach links. Hm? Das rechte Knie drücken Sie ein. Hm? Das Gesäß schieben Sie nach vorne. Ja. Den Bauch ziehen Sie ein. Und die Brust strecken Sie raus. Also ich muss sagen, das ist eine ganz tolle Erfahrung. Wie heißt denn diese Stellung überhaupt? Ja, das ist die Hinstellung. Das ist allerdings nur das Vorspiel. Ach so, das ist nur das Vorspiel. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema. Jetzt kommen wir zum richtigen Sex. Wir kommen zur Lokführerstellung. Lokführerstellung? Nein. Ich würde Sie bitten, zu mir auf die Couch zu kommen. Sie sind der Lokführer. Ich bin der Lokführer. Richtig. Soll ich da auch meine Kelle rausholen? Nein. Schauen Sie. So. Was machen wir? So? Machen Sie bitte die Arme so nach vorne. Schauen Sie nach vorne. Und los geht's. Nun machen Sie schon. Ja, was denn? Na, Sie müssen tuten. Machen Sie. Gleich komme ich, ja? Ja, so. Vorsicht an der Bahnsteigkante. Ja, Sie wissen, was Frauen gefällt. Ja, die Türen schließen selbsttätig. Ach, Sie sind ja doch ein Tier, Herr Schneider. Die Fahrscheine bitte. Ach nee, Herr Schneider, jetzt sehen Sie alles kaputt gemacht. Was? Ach Sie, ich kann nur kommen, wenn ich schwarz fahre. Oh. Ja, liebe Liebenden. Frauen können auch sehr lustig sein. Das war SexTV für diese Woche. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal und bis dahin liebe ich euch alle. Ciao! Und wie immer werfen wir an dieser Stelle schon einmal einen Blick auf die Zeitung von morgen. Sensation! Glück hat am Dienstag schon die Zeitung vom Mittwoch. Und zum Schluss der Woche schon wollen wir dem Herrn zeigen, wie wir noch einige Szenen, die wir normalerweise nur an gesetzlichen Feiertagen vorführen. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Danke, tschüss! So, entspannen Sie sich, Herr Fricke. Ich zähle gleich bis. Bitte. Warte eine Sekunde. Ja. So, entspannen Sie sich, Herr Fricke. Ich zähle gleich bis drei. Ich muss wegen diesem. Herr Fricke, ich bin Herr Fricke, so scheiße. So, entspannen Sie sich, Herr Fricke. Guten Tag, kann ich Ihnen weiter? Ich hätte ja nicht.